Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ist Chinas Ministerpräsident Xi zu den Jubiläumsfeiern in Hongkong eingetroffen. Vor 25 Jahren war die ehemalige britische Kronkolonie ja an China zurückgegeben worden. Nach massiven Protesten für mehr Demokratie in der Stadt hat die kommunistische Führung in Peking zahlreiche Freiheiten eingeschränkt. Zu den Feiern hat Xi erstmalig seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor über 2 Jahren nun das chinesische Festland verlassen.